So, hallo zu einer neuen Folge Simpsons and Run. Ja, ich hoffe, diesmal versteht man mich was besser. Ui, ich kriege ein ganz kribbeliges Gefühl von diesen Karten. Letztes Mal war es ja leider nicht so gut. Naja, dafür hat aber das Gameplay gestimmt. Und Simpsons, ja, man hat die Simpsons gehört und das... Das war mir mit am wichtigsten. So, jetzt sammeln wir erstmal hier die Sachen ein. Bevor wir uns der Story widmen. Quatsch. Kinder sollten sich nicht so viel bewegen müssen. Zack. Schön. Ich brauche erst mal eine Pause, damit ich nach Luft schnappen kann. Hinten gibt es noch ein paar. Hab keine Energie mehr, brauch was Süßes. Dankeschön. Davon sollte es uns jetzt gleich möglich sein. Ich brauche deinen Schneepflug, Homer. Warum sollte ich dir den geben? Weil ich dich lieb hab. Dann zahl erst mal, du Wicht. Du knöpfst deinem eigenen Sohn Geld ab? Ja, warum denn nicht? Bester Vater ever. So. Wäre gekauft. Ich glaube, den brauchen wir später auch. Wenn ich nicht so viele Videospiele spielen würde, wäre ich fitter. Endlich zahlen sich die Jahre Ballettunterricht aus! Wow! Kommt auf die Bartseite des Lebens! Und da hinten? Ich racker mir hier den Arsch ab. Okay. Oh, meinen dicken Bauch werde ich nie loswerden. Oh. Ich dürfte jetzt auch erstmal letzte Kiste für uns sein. Die restlichen Sachen holen wir uns dann einfach später. Da müssen wir mal schauen. Sich nicht so viel bewegen müssen. So, also ab zum Millhouse. Ich muss das neue Spiel Bone Storm einfach haben, sonst bin ich so uncool wie Millhouse. Hey, das habe ich mitgekriegt, Bart. Hey, das ist es. Du solltest hier lieber verschwinden, Bart. Rektor Skinner ist auf der Suche nach jedem, der heute die Schule geschwänzt hat. Und wenn du erwischt wirst, wird man dich der Schule verweisen, Bart. Der Schule verweisen. Von mir okay. Aus... Jo, mitnehmen mich, bitte!
Dich kriege ich, Bart. Genauso wie ich Charlie in Vietnam gekriegt habe. Glaube ich nicht. Glaub schon. Glaube ich nicht. Glaube ich schon. Schmor doch in der Hölle mit deinem blitzschnellen Witz. Hey, Augen auf die Straße, Idiot! Vorsicht! Mein Hintern tut weh. Riss meine Shorts, du Penner. Der Knaller. Okay, das war jetzt ein bisschen zu. Ja, das war cool. Also... toll. Noch mitgenommen und optionell. Zu spät, ihr Versager. Ich hab das letzte Spiel abgesahnt mit einem Vierfinger-Rabatt. Irgendeine verrückte Lady hat den Rest kaputt gemacht. Wann schnallen die es endlich? Videospiele bringen niemanden um, sie töten nur ihre Gehirne. Okay, das war cool, Mann. Ja, wäre das wohl gewesen? Auf die Tube! Wie kriege ich nur das neue Videospiel? Wen interessiert das? Videospiele gab's so in den späten 90ern. Verbotene Feuerwerkskörper sind im Moment absolut in. Also beeil dich ein bisschen, wenn du diesem Trend folgen willst. No problemo. Trends folgen. Kennen wir irgendwo, ja. Was? Oh, ich hab meinen Pudding verkleckert. Eine Kiste deiner besten chinesischen Froschlauncher, bitte. Hier sind 2 Kilo chinesische Himmelsblitze. Die pusten dich ins All. Und los geht's! Nette Fahrkünste, Mann! Tut mir leid, Bart. Ich darf keinen Alkohol an Minderjährige ausschenken. Das ist nicht richtig. Ich bin hier, um Feuerwerkskracher zu kaufen. Na super! Okay. Jetzt ist Bart Time. Ich finde es ja interessant, dass da schon so muss Trends hinterherlaufen in Videospielform vorhanden war. Ein Dutzend deiner besten Tijuana-Toilettenkracher, mein Freund. So, hier, kleiner Gangster. Puste dir aber nicht die Hand weg. Oder doch? Puh, was geht mich das an? Von der Straße! Verzieh dich auf den Bürgersteig! Hier noch mal vorwärts, Leute. Hey, pass auf! Ich glaube, ich habe gerade in die Hose gemacht. Ralph, man munkelt, dass du Zugang zum Feuerwerksvorrat eines Alten hast. Nach einem Feuerwerk dröhnen mir die Ohren. Ja,
Hier sind ein paar Bonbons und jetzt her mit den Krachern. Mein Daddy wird dich ins Gefängnis stecken. Wiedersehen. Feuerwerkskörper, hä? Du legst es wohl auf 5-mal lebenslänglich an. Gemeinnützige Arbeit, meine ich. Oh, das ist gar nicht gut, überhaupt nicht gut. Ha, jetzt habe ich Recht und Ordnung aber mal gezeigt, wo es lang geht. Zur Seite, oder es ist Schrott. Na gut, zumindest hat der Trick geklappt. Aus der Bahn, Mann! Scheiß doch auf die Gesetze der Physik. Mensch. Hey, Jabba the Fett, hast du eine Ahnung, wo ich das neue Bone Storm 2 herbekomme? Hab keine Zeit mit dir zu reden. Ich muss meine Abneigung gegen den neuen McBain-Film ins Internet posten. Die Action war lächerlich und die Nacktszene war frustrierend kurz. Schnell, zum Fettmobil. Okay, wie du meinst. Aber müssen wir es so nennen? No problemo. Wer bin ich? Schick mir eine Postkarte. Da haben wir doch gerade den Seltenheitswert erhöht. Na großartig, jetzt verliere ich auch noch. Das ist ein unheimlicher Ort. Du musst endlich mal Auto fahren lernen. Was für ein unelegantes Andockmanöver. Ich hab mein Squishy verschüttet. Ich beschuldige niemanden. Ich habe es satt, dass sowas passiert. Geschafft. Bone Storm 2 ist ziemlich zwecklos. Professor Frink hat eine Nachricht in meiner Newsgroup alt.pelztierchen.fanfiction.net gepostet, dass er alle verbliebenen Videospiele aufgekauft hat. Ich wäre dir dankbar, wenn du in meinem Mittelklassewagen nicht stöhnst. Ich bin der King! Hey, hallo, hier ist ein kleiner Anhalter, der mitgenommen werden will. So, dann mal ab zum Stadion. Das ist ein richtig mieser Tag. No problemo, alles für Bart. Hey, Achtung, Versager! Das
Das ist so cool wie ein Swimmingpool. Klasse, Mann. Ich will Boonstorm 2 spielen. Gib es mir. Das geht nicht, mein stachelköpfiger Freund. Ich brauche die Macht eines gewalttätigen Videospiels, um meine neueste Erfindung, auch Monster genannt, in Betrieb zu setzen. Wenn du ein Funkgerät aus dem Zweiten Weltkrieg findest und einen Satelliten, wird meine Kreation zum Leben erweckt und wir können damit spielen. Cool. Echte Gewalt ist noch viel besser als die im Fernsehen. Das ist fast wie ein lebendig gewordener Endgegner. Wer könnte ein Radio aus dem Zweiten Weltkrieg haben? Vielleicht der Typ, der Nelson immer die Granaten verkauft. Du hast's raus. Verdammt, was hast du dir dabei gedacht? Nicht die Chromverzierungen. Autsch. Ja, das kann ja heiter werden. Hier komme ich. Fresst meinen Staub, ihr Staubfresser. Mach schon. Ein trauriger Tag für Statisten. Sehr schön. Hey, Wachtelmeister, was ist denn hier los? Hast du's nicht gehört? Hermann ist ausgeraubt worden. Du weißt nicht zufällig, wer es war, oder? Denn wenn du's wüsstest, das wär toll. Oh nein, wo kriege ich denn jetzt ein Radio her? Diese frischen Bremsspuren, die vom Tatort wegführen, könnten ein Hinweis sein. Aber wer weiß das schon? Hatten wir gerade einen Bug und Snake ist zu früh aufgetaucht? Wie läuft? Mit Kopf und Kragen noch mal davongekommen. Hey Snake, wie geht's? Kenn ich dich, Freundchen? Ich brauch das Radio, das du dir ausgeliehen hast. Komm nicht in Frage, kleiner Mann. Mit dem Radio werde ich die süßen Mäuse anmachen. Soweit ich weiß, stehen heiße Schnecken eher auf schnelle Schlitten als auf antike Elektronik. Warum fahren wir nicht um die Wette? Der Sieger bekommt das Radio. Mit deinem Vorschlag bin ich völlig einverstanden. Okay. Hey, du solltest meinen Staub fressen. Nimm das. Autsch. Reg dich nicht auf. Hey, du bist scheiß Betrüger. Das packen wir. Jetzt aber mal langsam. Meins, alles meins. Yes. Jetzt brauche ich nur noch eine Satellitenschüssel. Wer hat so eine? Ha, Hinterwäldler gesagt's. So, es geht wieder gut voran. Ich hoffe, wir können da noch. Wir können da noch ein bisschen mehr rausholen. Von der Zeit her.
ist der Sabbermaul-Dorftrottel. Das bin ich. Kann ich mir deine Satellitenschüssel ausleihen? Natürlich. Wenn du mir hilfst, mein Plattfleisch einzuheimsen, du überkultivierter Stadtlümmel. Diese verdammten Steuerfahnder mögen es nicht, dass ich überfahrene Tiere verkaufe. No problemo. Okay, dann versuchen wir es mal. Los geht's. Statisten. Das ist die schlimmste Stadt von Amerika. Na, Kamera. Das war mehr als nur ein Blechschaden. Ich kann über 100 fahren. Hey, hättest du lieber eine Zeitung mitten im Gesicht? Richtig Dampf unter der Haube. Das war besser als die Box mit den bewegten Bildern. Damit hätte ich ein schönes Kloakenablaufsystem bauen können. Schon immer hier? Mensch, komm. Hey, Augen auf die Straße, Idiot! Wie wär's, wenn du dich von der Straße verziehst? Weg da! Jetzt müssen wir diese köstlichen Spezialitäten an den Verbraucher bringen. Hoffentlich mögen die Stinkwürste. Bitte, hör auf damit. Niemand darf in dieser Stadt verdorbenes Fleisch verkaufen. Außer mir. Ich werde meinen Spürhund verkaufen müssen, um das zu bezahlen. Was? Es reicht. Ich ziehe um nach Shelby Will. Ich habe mir den Schneidearm gebrochen. Alles klar. Queen! Hilf mir, oh Herr. Was immer da gerade passiert ist, es geht mich nichts an. Killer! Au, verdammt! Ich sollte das öfter machen. Ah, schade. Naja, egal. Notruf. Was? Betrachtest du mich etwa als Clown? Boah. Leute. Waren die schon immer hier? Ein trauriger Tag für Statisten. Ich helfe gern. Krusty Burger werden aus plattgefahrenen Tieren gemacht? Da stammen also die Reifenspuren her. Jetzt kannst du die Satellitenschüssel haben. Sie bringt 14 Kanäle, selbst den Außenklokanal. Danke, du zurückgebliebener Hinterwäldler. Ach, war doch nichts. Kindersache. Ja, hier gebe ich den Ton an. Sehr schön, das hätten wir jetzt auch geschafft. Ich brauche erstmal eine Pause, damit ich nach Luft schnappen kann. Autofahrer, aufgepasst. 10-jähriger Tramper braucht eine Mitfahrgelegenheit. So, dann zurück zum Professor.
Du erwartest von mir einen Mark 10 Trachosaurus ohne Mixer fertigzustellen? Da kann ich ja gleich eine Plasmaübertragung ohne Tennisschläger machen. Jetzt besorgt mir einen Mixer mit Püree und Frappé und einem Flüssigmacher. Wo kriege ich jetzt einen Mixer her? Dr. Nick, der trinkt doch immer Cocktails, während er operiert. Jetzt machen wir einen drauf. Alles klar. Das war's. Hi, Dr. Nick. Hallo miteinander. Du siehst wie ein schwerer Alkoholiker aus. Hast du zufällig einen Mixer? Jetzt nicht. Meine Affen sind ausgebrochen. Kannst du sie für mich einfangen? Wieso kommen die nicht mehr zu dir zurück? Nein, weil ich sie furchtbar gequält und gefoltert habe. Diese Affenbande passt nie und nimmer in meinen Wagen. Da werde ich wohl einen Truck oder etwas Ähnliches brauchen. So. Zum Glück haben wir uns den Truck von Oma geholt. Achtung, Achtung! Bart Simpson stets zu Diensten! Alles klar, dann geht's los. Na, super. Schrott. Hey, hättest du lieber eine Zeitung mitten im Gesicht? Das ist ein richtig mieser Tag. Fresst meinen Staub, ihr Staubfresser. Verdammt, was hast du dir dabei gedacht? Hey, pass auf! Du wirst doch was erleben! Das war echt klasse! Das sollte mir eigentlich nicht so einen Spaß machen. Schlimm. Hoffentlich habe ich damit nicht meine Memory Card geschrottet. Was? Das war super! Hey, Augen auf die Straße, Idiot! Wow! Daran ist das Navigationssystem schuld. Cool! Ups, alles klar. Ich hab mir den Popo verrenkt. Das ist ein unheimlicher Ort. Ich mag was. Meine Eierstöcke. Nette Fahrkünste, Mann.
Willkommen daheim, Daddys kleine Engel. Dann setzen wir mal gleich Elektroden in eure Gehirne. Ja, hier gebe ich den Ton an. So. Ist nur ein Kratzer. Professor. Ich habe Angst und habe die Orientierung verloren. Klasse, Mann. Das war die beste Fahrt. Also, hier hast du dein Spielzeug. Kann ich jetzt den Trachosaurus sehen? Ja, dieses Wort würde ich zu gern sagen. Unglücklicherweise gibt es zu viele Leute, die ein Handy haben. Und die Interferenzen könnten bei meinem Monster zu Fehlfunktionen führen, sodass es viele Leute umbringt. Und meine Versicherungsprämie ist jetzt schon viel zu hoch. Von mir aus... Meine Fäden kosten $900. Das ist ein richtig mieser Tag. Wird Zeit, dass ich richtig Gas gebe, aber Bart Simpson-Style. Alles für Bart. So, komm mit Go. Du Scheiße. Ich weiß nicht. Das war total daneben. Jetzt ist er fällig und... Verdammt, was hast du dir dabei gedacht? So, bitte. Das war so cool. Ups. Das ist ein unheimlicher Ort. So, bitte. Ich habe Angst und habe die Orientierung verloren. Autsch. Frisst Asphalt, ihr Asphaltfresser. Das ist ein richtig mieser Tag. Ja, schlimm. Lisa, was? Frisst Asphalt, ihr Asphaltfresser. Vorsicht, mein Lieber! Scheiß doch auf die Gesetze der Physik. Nimm das! Was? Das ist die schlimmste Stadt von Amerika. Oh, ich hoffe, das ist jetzt der letzte. Mal ein bisschen Gummi zu geben.
Raum. Hey, ich bedauere nichts. Ich habe keine Angst zu sterben. Hey, ich habe die Karre gerade schätzen lassen. Ah, das dürfte doch drin sein, oder? Komm schon. Oh ja? Zeig mal, was du drauf hast. Ouch. Hyperantrieb auf Lichtgeschwindigkeit. Komm. Ja, das war cool. Ich hoffe, das war teuer. Sehr schön. Das hätten wir auch geschafft. Man, manchmal diese Hitbox, ne? So. Ich sollte das öfter machen. Was ist denn nun los? Aus der Bahn, Mann! Das nächste Mal kann es ruhig schwieriger sein. Gut gemacht, mein kleiner Soziopath. Ich liebe es, Sachen zu zerstören. Jetzt habt ihr keine Chance. Mein Trachosaurus wird einen mörderischen Amoklauf hinlegen, mit den Schreien und der Trauer seiner Roboterabstammung. Wow, Trachosaurus ist eine Mischung aus Truck und Dinosaurier. Da wäre ich ja niemals drauf gekommen. Oh-oh. Ja, macht alle den Batman! Ja, und das war's dann mit GTA Bart Simpsons Hit and Run. Wie es mit der nächsten Figur weitergeht, das sehen wir dann in der nächsten Folge. Ich wünsche euch was. Liken, teilen, kommentieren nicht vergessen. Bis zum nächsten Mal. Euer Open Beta. Ciao.